Ich erkläre euch jetzt gerne nochmal den Innenraum. Im Prinzip mein Büro, mein Cockpit. Ein Ford Fiesta von M-Sport, Kategorie R5. Haben knapp 300 PS, wird mit einem 1,6 Liter Turbomotor angetrieben, hat einen Allradantrieb. Was wir sehen, direkt vor mir das ganze Display mit den ganzen Anzeigen. Benzin, ganzen Temperaturen, was der Turbo, was die Bremse macht, Verbrauch und auf dem Lenkrad die Bedieneinheit dazu. Was ich auch hier habe, Schalthebel und die Handbremse. Schalthebel ganz einfach, sequenziell, hochschalten wäre der Ganghebel ziehen, runterschalten wäre den Ganghebel runterdrücken. Die kurze Übersetzung, 5-Gang-sequenzielles SADEV-Getriebe, ist perfekt abgestuft, also dementsprechend die Beschleunigung ist einfach super. Gleich nebendran die Handbremse, ist natürlich unheimlich wichtig, wenn man auf eine Spitzkehre zufahren kann, das Fahrzeug runterbremst und dann mit einem ganz kurzen Zug von der Handbremse den Arsch einmal herumdreht, um dann wieder gerade in Fahrtrichtung wegzufahren.